Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das magnetische Feld. Eigentlich sind wir schon lange nicht mehr beim magnetischen Feld, eigentlich sind wir schon lange bei Spulen. Und heute wollen wir uns ansehen, was passiert, wenn ich so eine Spule ein- und ausschalte. Das letzte Mal haben wir besprochen, wie sich eine Spule im Gleichstromkreis verhält. Heute habe ich versprochen, wollen wir uns das etwas genauer ansehen. Nun, ich habe hier zwei Situationen aufgezeichnet. Einmal die Spule in dieser, also wir haben eine ideale Spannungsquelle. Einmal schalten wir die Spule, eine RL-Kombination haben wir gesagt, weil sonst können wir das nicht gar nicht betrachten, wie das aussieht. Einmal haben wir diese Schalterstellung und einmal haben wir diese Schalterstellung. Okay? Wir stellen uns jetzt vor, wir sind lange in dieser Schalterstellung gewesen. Ja? Das heißt, mein UG ist 0. Ja? Ich zeichne jetzt UG ein. Das UG ist so irgendwie. Ja, ich zeichne es vielleicht so strichliert ein. Ja, mein UG ist 0. Ja. Ich zeichne das da rüben ein. Was wir jetzt nämlich machen ist, wir schalten um. Ja. Zack, von hier nach hier. Zu einem bestimmten Zeitpunkt und dieser Zeitpunkt ist genau hier. Okay? Das ist der Zeitpunkt, an dem wir umschalten. Und hier trage ich jetzt mal UG auf, ja, die Gesamtspannung. Ja. Und in dem Moment, wo ich einschalte, hier muss die Gesamtspannung, muss ja praktisch nachher U0. Da ist irgendwo U0 und die Gesamtspannung muss auf U0 springen. Das heißt, die springt da nach oben. Nutzt nichts. Ja? Springt nach oben und bleibt da oben. Es bleibt eingeschaltet, die Gesamtspannung. Bleibt da oben. Okay? Also das da, dieses punktierte, das ist mein UG. Okay? Und jetzt haben wir gesagt, der Strom ist ja am Anfang 0 gewesen. Das heißt, wir haben 0 Strom zu Beginn. Ja? Das heißt, hier trage ich auch den I auf. Ja? I wird ebenfalls hier aufgetragen. Der Strom ändert sich nicht. Durch die Spule ändert sich der Strom nicht. Ja? Die Spule reagiert mit einer Spannung auf die Stromänderung. Ja, es will nicht, dass sich der Strom ändert. Also das können wir ausnutzen. Das heißt, im ersten Moment wird sich der Strom hier nicht ändern. Ja? Wenn sich der Strom hier nicht ändert, ja, wie viel der ist 0, ja, Strom ist 0, wie viel Spannung haben wir auf UR? 0. Ja? Wenn kein Strom durch einen Widerstand rinnt, ist am Widerstand keine Spannung. Wie groß muss also UL sein? UL muss nach oben springen auf das gesamte UG. Das heißt, das UG, wenn das UG auf 0 gesprungen ist, muss UL hier nach oben springen. Da pack, springen wir nach oben, ja, bis auf U0. Da ist mein, das war am Anfang auch 0. Ja, da ist mein, also ich trage auch hier UL auf und UR trage ich nachher auf. Wir springen hier nach oben. So, und jetzt stellt sich eine Stromänderung ein. Ja, weil jetzt liegt eine Spannung an der Spule. Der Strom beginnt sich zu ändern. Der Strom beginnt sich zu ändern und irgendwann, das zeichnet ja gleich, haben wir einen Strom erreicht, wo er sich nicht mehr ändert. Das haben wir das letzte Mal ja besprochen, gell, dass irgendwo eine Null gibt, wo praktisch der Strom sich nicht mehr ändert. Da gibt es eine Null. Und jetzt schaut das wieder genauso aus, wie wir es beim Kondensator aufgeladen haben, weil da war es ja genauso ähnlich. Ja, da rinnt der Strom hinein, dann steigt die Spannung dort und wenn die Spannung steigt, rinnt weniger Strom hinein. Und da ist auch so, da ist die Spannung an der Spule, jetzt ändert sich der Strom. Je mehr Strom durchrinnt durch die Spule, desto größer wird hier das UR, desto kleiner wird das UL und die Stromänderung nimmt ab und nimmt ab und nimmt ab und irgendwann ist sie 0. Ja? Das heißt, auch hier haben wir eine Anfangssteigung, auch hier haben wir praktisch wieder ein Tau, ja? Eine zeitkonstante Tau und wir haben wieder so eine E-Potenz. Okay? Wir haben wieder so eine E-Potenz und der Strom geht halt so, da sind wir bei ungefähr 63%, haben wir gesagt, da und da sind wir bei 99,5. Nach 5 mal der Zeitkonstante sind wir auf 99,5%, sind also praktisch da. Das heißt, mein Strom steigt zu Beginn mit diesem Wert
und steigt so nach oben und irgendwann nimmt er praktisch nicht mehr zu. Das ist mein Stromverlauf hier. Das ist mein I. Okay? Und wieder, wann nimmt er nicht mehr zu? Ja? Wann hier keine Spannung mehr ist, auch bei OL keine Spannung mehr ist. Das heißt, mein UG, das ist ja nach wie vor U0, ja? Mein UG ist gleich UR. Das heißt, mein I0 muss so groß sein, dass mein gesamtes U0 dividiert durch R. Wenn der Strom durch den Widerstand rinnt, liegt die U0 dran. Und genau dann ist UL 0. Das heißt, da ist die Asymptote, da nähern wir uns asymptotisch hin. Und es ist wieder ganz genauso, dass wir haben praktisch das I von T ist gleich I0. Und es geht wieder genauso wie beim Aufladen vom Kondensator mal 1 minus E hoch minus T durch Tau, durch die Zeitkonstante Tau. Gell? Also am Anfang ist 0 und dann wird das, was ich abziehe, immer kleiner. Und die Zeitkonstante Tau berechnet sich dieses Mal aus L durch R. Das ist die Zeitkonstante Tau. Das ist der Stromverlauf. Okay? Wenn dieser Verlauf an Widerstand ist. Wie wird denn der Widerstand ausschauen? Der Spannungsverlauf am Widerstand? Nun, der wird genauso ansteigen. Ja? Und da werden wir auch 63% haben und so weiter. Da werden wir 91,5% haben. Das heißt, wir werden da so nach oben gehen. Das wird der Spannungsverlauf praktisch nur skaliert mit R. Das ist der Spannungsverlauf an unserem Widerstand. Wieder das da, das ist UR, das hellblaue. UR habe ich auch aufgezeichnet. Okay, und wie schaut also UL aus? UL wird im gleichen Maße sinken. Also der Abstand da oben wird praktisch UL sein. Weil in Summe müssen ja beide, und genauso werden wir hier, eine Anfangssteigung haben und wir werden dann eben so absinken. Also das, was vor der hellblauen Linie auf UG fehlt, ja, Das ist das, was für UL überbleibt. Und UL wird halt immer weniger werden. Und je weniger UL wird, desto weniger stark steigt der Strom. So habe ich jetzt eh schon ein paar Mal gesagt, sage ich mal. Ja? Ja? Also diese Linie hier ist praktisch UL. Ja, so schaut das aus. Und hier, nach einer Zeitkonstante, bin ich abgefallen auf ungefähr 37%. Ja? Und hier habe ich ungefähr 63% schon geschafft, praktisch. Ja? Und das ist nach einer Zeitkonstante sind immer 63% vom Rest weg. Das heißt, mein UL an und für sich von T, ja, ist gleich U0 mal E hoch minus T durch Tau. Passt. Ja? So schaut das aus. Das Einschalten einer Spule. Gut. Ja, also das UG springt darauf. In Summe, die dunkelblaue Linie und die hellblaue Linie müssen UG ergeben. Und es stellt sich dieser Stromverlauf ein, weil eben dass die UR langsam das UL wegknappert. Jetzt stellen wir uns vor, wir sind eine Zeit lang eingeschalten. Und wir schalten jetzt zu einem späteren Zeitpunkt zurück. Dieser spätere Zeitpunkt ist hier.
Okay? So, jetzt habe ich da natürlich genauso das U0. Jetzt hoffe ich, dass ich das halbwegs auf die gleiche Höhe hinbringe. Da ist U0. Ja. Habe ich nicht gut hingeschrieben. Warum? Weil unser Kondensator ist ja da aufgeladen. Also unser Kondensator, unsere Spule. Ja. Unser UR ist ja da in dem Moment da rum. Ja. Da sind wir konstant, da ist unser UR. Wir zeichnen also hier wieder praktisch das UG, das UL und das UR auf und natürlich auch wieder das I. Das I ist auf I0, da haben wir I0, schreibe es gescheiter hin, wir sind da oben, praktisch genau die Situation, da lange nachher, wir sind hier oben. Gut. Ja. Und mein UL ist natürlich 0, weil das ist da abgesunken auf 0, das ist 0. So stellt sich das am Anfang dar. Und jetzt, bug, schalte ich um. Was passiert mit meinem UG? Ja. Mein UG, was zu Beginn ja U0 war, fällt hier nach unten und ist nachher 0. Da, das ist der Verlauf von UG. Sieht man jetzt nicht gut, aber man kann sich vorstellen. Ja, ich mache dazu, das heißt, die Gesamtspannung hier, das muss 0 ergeben. Das muss 0 ergeben. Gut. Der Strom ändert sich durch die Induktivität nicht im ersten Moment. Das heißt, der bleibt die 0, der springt nicht. Ja, der bleibt die 0. Das UR bleibt folgedessen auch U0. Ja. Und wenn jetzt aber das UR und das UL gemeinsam 0 ergeben müssen, weil das UG ja 0 ist, ja, was muss das UL machen? Das UL springt auf minus U0. Das heißt, da unten, da irgendwo, habe ich minus U0 und genau dort springt mein UL hin. Da springen wir hin. Jetzt habe ich hier eine negative Spannung. Das heißt, mein Strom wird abnehmen. Mein Strom durch meine Spule wird abnehmen und es wird kein Geheimnis sein, das wird mit dieser Zeitkonstante passieren, wieder mit Tau passieren. Da werden wir wieder unsere 63% erreicht haben. Ja. Nach 5 Tau wird das wieder abgeschlossen sein und mein Stromverlauf wird halt so aussehen. So wird der Stromverlauf aussehen. Und wenn ich jetzt hineingelehnt in meinen roten Stift, das wäre ja schier. Schier fürs Hemd. So. Stromverlauf. Vielleicht nicht so zittrig. Das passiert, wenn ich von rechts nach links. Das ist gar nicht. Da muss ich mich immer so umsetzen und dann schaut es komisch aus. Wenn das der Stromverlauf ist, wie schaut dann der Spannungsverlauf am Widerstand aus? Genauso wie der Stromverlauf, nur eben mit R skaliert. Das heißt, auch hier sacken wir ab auf 63% und wir sind halt immer ein bisschen drüber. Am Schluss sind wir praktisch da. Das heißt, wir sacken hier ab. Das ist der Spannungsverlauf am Widerstand und der Spannungsverlauf an der Spule muss praktisch entgegengesetzt sein, weil in Summe müssen die zwei ja Nuller geben. Das heißt, überall da, dann bin ich halt, also da ist praktisch auch die Anfangssteigung so, und da bin ich halt immer genau so weit herunten, und mein Verlauf ist nachher so. Genau gespiegelt, wie der hellblaue Verlauf ist der dunkelblaue Verlauf. So schaut das aus. Und wieder hier nach einer Zeitkonstante sind wir auf 63% abgesunken und so weiter. Das ist alles gleich. Und die Zeitkonstante ist gleich. Und jetzt noch zu den Formeln. Ja, mein I von T sinkt von einem I0 mit einer E-Potenz E hoch minus T durch Tau. Ja, hat die gleiche Form wie hier der Spannungsverlauf. Ja, der Stromverlauf hier. Deswegen schaut das auch gleich aus. Ja, nur eben das I0. Müssen wir also U0 ausrechnen. Wie schaut mein UL aus? Ja, mein UL von T? Ja, das ist halt minus U0.
Minus, schau, also ich denke U0 und schreibe einen Nuller. Dabei ist es natürlich ein U0. Ja? Mal E hoch minus T durch Tau. Okay? So sieht das aus in diese Verläufe, Strom- und Spannungsverläufe an einer RL-Kombination. Also an einer Spule haben wir, können wir ganz schöne Spannungsspitzen zusammenbringen, die halt abhängig sind von der Spannung. Und jetzt steht da einfach ganz cool U0. Jetzt könnte man annehmen, das ist immer U0. Stellen wir uns vor, wir haben hier einen zusätzlichen Widerstand. Einen RZ darinnen. Und was macht denn der RZ? Ja? Ändert sich jetzt der Strom durch die Spule? Nein, ändert sich nicht. Ja? Weil der Strom kann sich im ersten Moment nicht ändern. Das heißt, meine Spule treibt jetzt nicht nur diesen Widerstand, sondern treibt auch diesen Widerstand, die Energie meiner Spule. Und wenn dieser Widerstand hier größer ist, ja, also da gibt es eine zusätzliche Spannung hier. Das ist praktisch so, wie wenn der Widerstand größer werden würde, plötzlich. Ja? Jetzt schiebt man der Strom durch beide Widerstände und je größer der Widerstand ist, desto größer wird diese Spannungsspitze. Okay, sie wird schneller vorbei sein, weil die Energie in der Spule ist ja jetzt gleich geblieben. Das heißt, aber die Spannungsspitze an und für sich wird größer, weil der Strom ist ja gleich. Ja? Und wenn der Widerstand da größer ist, dann wird die Zeitkonstante kleiner. Das ist schon ein Hinweis darauf, dass es kürzer dauert. Ja? Wenn auf einmal der R da durch den zusätzlichen Widerstand größer wird, das heißt, die Spannungsspitze wird hier größer werden, aber nicht so lange dauern. So, und wenn das RZ immer größer und größer und größer wird, haben wir hier immer größere Spannungsspitzen. Ja? Und so, ein bisschen größer, immer kürzere und größere Spannungsspitzen. Das ist oft schlecht, manchmal nutzt man es aus, bei Zündspulen zum Beispiel nutzt man das aus. Und wenn der theoretisch, wenn der RZ unendlich ist, also wenn ich einfach den Schalter aufmache, dann ist eine unendlich hohe Spannungsspitze. Das gibt's nicht, ja, weil dann wird da fliegen da irgendwann die Funken, ja, und es kommt zu Zerstörungen. Was man gegen sowas tun kann, werden wir uns im nächsten Video anschauen. Also da sollten jetzt festgehalten werden, wenn wir hier einen zusätzlichen Widerstand haben, dann kann es zu Spannungsspitzen kommen. Ja, dann kommt es zu Spannungsspitzen und diese Spannungsspitzen verursachen, können eben Zerstörungen verursachen. Schlecht. Passt. Ja, nächstes Video, was machen wir gegen so Spannungsspitzen, wenn wir was ausschalten wollen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.